Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Es geht mal wieder in Murphys Katakomben. Ich kann es langsam echt nicht mehr sehen. Aber naja, wir müssen die 1392 Meter irgendwie hinter uns bringen. Und ich denke, das werden wir auch heute recht gut schaffen. Bis dahin ist es eigentlich immer ein recht weiter Weg. Klar, 1392, das ist natürlich ein ganzer Weg. Aber es ist sehr, sehr leicht und dann kommt halt eben wieder plötzlich so die Mauer. Und ich werde euch nachher auch nochmal ganz genau die Stelle halt eben zeigen, wo es dann ab in den Goldbereich geht. Und ich denke, wenn ihr diesen Bereich soweit schafft, dann werdet ihr auch heute die Grenze behalten. Es ist heute eigentlich, ja, recht gut zum Schaffen soweit. Ihr seht auch die Elemente, die hier benutzt worden sind. Wir kennen sie eigentlich alle. Es sind keine neuen irgendwie dabei, die jetzt irgendwie großartig aufwendig oder so wären. Sondern es ist alles sehr, sehr leicht zum Schaffen. Und gerade diese Ringespielchen oder so, da kann man nichts falsch machen. Hier natürlich gerade immer aufpassen, dass man die richtigen Sachen halt eben hochzieht. Und auch hier, dass man halt eben nicht die Ringe irgendwie zweimal benutzt. Dass man zurück ins Feuer halt eben hier geschleudert wird. Ja, auch wieder, das ist natürlich eine Stelle, da hat man immer dann ein bisschen Schwung verloren. Klar, aber jetzt hier noch einmal drüber, jetzt auch nochmal hier abschneiden. Dann klatschen wir hier einmal das Auge. Und dann haben wir auch schon die 600 Meter Pause. So, hier geht's drüber, das ist nochmal einmal wieder dieses Testen. Können wir das Ganze auch, solange noch keine Stacheln da sind. Nachher bekommen wir das Ganze dann auch wieder in der Stachelvariante. Jetzt hier einmal drüber, den ziehen wir ausnahmsweise mal runter. Gehen hier einmal drüber, springen über die ganzen Teile drüber. So, jetzt hier nicht abschneiden, hier wieder abschneiden, hier auf keinen Fall. Und schon kommen wir wieder zum beliebten Augenklatschen. Einmal drüber, hier wieder abschneiden, damit wir auf den Ring springen können. Dabei dann nehmen wir wieder klatschen. Hier nur einmal abschneiden, nicht das Teil rüberziehen. Das hier natürlich. Da können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Und ganz vorsichtig durchspringen. So, hier wieder drüber. Einmal nicht zu viel Schwung drauf holen. Und einmal weiter. Die Stelle hier kennen wir auch. Wild die gelbe Tasche drücken. Das ist jetzt auch bei mir unten. Dann einmal weiter. Einmal hopp drüber. Unten wieder abschneiden. Und hier springe ich sogar direkt hoch, weil ich wahrscheinlich dran komme. Gut, und wir haben die 1200. Jetzt wird es dann langsam ein bisschen schwieriger. Ihr werdet auch gleich sehen, was ich genau meine. Und zwar jetzt kommt wieder hier der Windkanal. Kennen wir auch schon. Hochziehen, nicht außerseinlich runterziehen. Noch 50 Meter. Und genau das ist jetzt die Stelle halt eben. Hier, da versagen die meisten halt eben. Aber wenn man diesen kleinen Trick eigentlich behält und immer über die großen Teile drüber springt, dann schafft man das Ganze sehr, sehr leicht und kann hier nochmal einen schönen weiten Weg halt eben machen. Hier gehen wir drüber. Verbessern uns noch mal ein bisschen, haben die 1500 Meter Pause jetzt, hier auch wieder rüberziehen, noch einmal drüber, einmal weiter, also das Element können wir jetzt hier auch noch einmal drüber, da gehen wir noch mal weiter, lassen uns einmal weiter treiben und jetzt werde ich auch hier ein bisschen aufgeregter, mache einen Sprung und nehme mir aus irgendeinem komischen Grund die Plattform weg, ich kapiere es nicht wieso. Aber 1694 Meter ist natürlich ein schöner Berg. Die 1713 wären natürlich auch gut. Aber naja, das wird heute leider nichts. Trotzdem haben wir Platz 16. Das heißt, wir sind unter den Top 5%. Das können wir eigentlich auch lassen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann noch zur Weekly Challenge. Die gibt es diese Woche auch. Beziehungsweise zur Daily Challenge dann morgen. Bis dann. Morgen.